Ja, hallo Sonja, hallo Anna. Hallo Marco. Schön, dass wir hier mal so kurz über euer Festival sprechen können. Ja, freut uns auch. Ja, sag doch mal was darüber, was das ist, wann das ist, was ihr da so vorhabt in Hannover. In Hannover, das ist die Impronova, die findet zum ersten Mal im nächsten Jahr, Februar 2015, statt. Und zwar vom 20. bis zum 22. Freitag bis Sonntag. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Die gibt es schon länger, oder? Dass ihr das machen wollt? Genau, die Idee wird schon lange. Und jetzt haben wir endlich mal die Zeit und den Mut gefunden, genau, das zu machen. Das durchzusetzen, genau, zu organisieren. Und ja, erzählt mal, was ihr da vorhabt. Ihr habt Workshops und Shows, richtig? Genau, also wir haben uns für 4 Workshops entschieden, wobei wir einen ganz besonders erwähnen möchten. Und das ist nämlich ein Workshop für Impro-Musiker. Ah. Nicht nur Impro-Musiker, auch Musiker, die noch nicht im Impro-Feld tätig sind und sich damit ausprobieren wollen. Genau. Und also wir haben 4 Workshops, auch für Anfänger und auch für Menschen, die schon länger Impro spielen. Und dann gibt es am Freitag und Samstag auch Shows, die von allen möglichen Leuten besucht werden können, auf die wir uns sehr freuen. Ein Workshop ist dabei, da geht es um Langform. Und die Langform, die da entwickelt wird und die es auch noch nicht gibt, die kommt dann auch gleich auf die Bühne. So ist es. Also den Langform-Workshop machen Spahn und ich. Und wir wollen auch versuchen, mit dem Musik-Workshop zusammenzuarbeiten. Also wir wollen Musik einarbeiten und wir hoffen ja darauf, dass sich eine Impro-Band gründen wird und mit diesen Musikern zusammen ein Format gestalten. Also genau. Richtig mit richtig viel Musik und vielen Instrumenten. Und genau. Wir haben auch eine Show, das ist dann der Grand Prix, wie haben wir es genannt? De la Chanson d'Improvisation. Genau, sie sagt das so schön. Genau, also eine reine Musikshow. Sehr hübsch. Genau. Das Ganze wird im Pavillon Hannover stattfinden, ein sehr zentraler Ort. Der wurde erst renoviert. Da freuen wir uns sehr drüber, den als Kooperationspartner zu haben. Es ist, da wird das Ganze stattfinden, die Shows und die Workshops und das Essen und nur schlafen woanders. Und wir haben wahnsinnig tolle Workshop-Leiter, nämlich wir haben zu Gast Sven Lanser aus Amsterdam, Nele Kiesling und Malte Hollmann, der den Musikworkshop machen wird. Genau. Und die wunderbare Sonja Tönebrunn. Mit Schwan. Und wer von euch, also welche Gruppen in Hannover organisieren das denn? Ihr seid von den Impro-Kocken? Genau. Also wir sind 3 Impro-Kocken, die das mit organisieren. Henning Bigalski und nicht zu vergessen Sebastian Barnsdorf, der von der 5. Dimension ist. Also wir sind quasi 2 Gruppen, die das organisieren. Mhm. Ansonsten gibt es in Hannover, soweit ich weiß, schon so einen Zusammenschluss der Impro-Gruppen, dass ihr also immer regelmäßig miteinander spielt und so euch so einen Abend teilt. Ist auch so ein bisschen daraus entstanden. Also wir machen seit 2 Jahren einen Szene-Hannover-Abend, wo wir alle auftretenden Hannover-Gruppen zusammenbringen und jede Gruppe hat Zeit, sich zu präsentieren mit einem Format ihrer Wahl. Und da die Zusammenarbeit so schön funktioniert hat, haben wir überlegt, ach, jetzt machen wir einfach zusammen ein Festival in der wunderbaren Stadt Hannover, die es verdient hat, ein Festival zu haben. Hannover ist die schönste Stadt der Welt. Kommt alle nach Hannover, liebe Leute. Es lohnt sich. Genau. Ja, dann sag doch mal, wie die Leute euch finden können. Genau, also unsere Homepage lautet www.impronova, also NOVER.com. Und da kann man unter Workshops, unter Anmeldungen, kann man das Anmeldeformular runterladen, ganz einfach, und ausfüllen und dann uns schicken. Es sind noch ein paar Workshop-Plätze genau, frei. Genau, und die Karten gibt es im Pavillon direkt, also für die Shows. Ja, also klingt super, ich drücke euch die Daumen. Danke. Wir gucken mal, ob wir da vorbeischauen und möglicherweise was berichten. Ja, gerne. Würde uns sehr freuen. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Danke euch auch.